أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا من يرى، يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحها، جناحها في ظلمة الليل البهيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erst einmal grüßen wir euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt, dass wir es lieben, diese gläubigen, tugendhaften, aufrichtigen Gesichter zu sehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden, der heute hierher gekommen ist, den vollen Lohn schreiben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm heute nicht aus diesem Raum herausgehen lassen, bis er ihm die Sünden vergeben. Allahumma amin. Lieber Bruder und liebe Schwester, wie geht es deinem Herz? Ist dein Herz gesund? Ist dein Herz überhaupt dafür geeignet, dass es Allah subhanahu wa ta'ala liebt? Einer der großen Salaf-Gelehrten, er wurde gefragt, liebe Geschwister, und das ist eine Lehre für uns, wenn wir heute nur mit dieser Botschaft herausgehen, wenn wir nur diesen Satz verstehen, dann werden wir insha'Allah ta'ala ab sofort ein anderes Leben führen. Er wurde gefragt nach einer gewaltigen Sache, und zwar: Wie kann man sich Allah subhanahu wa ta'ala auf beste Art und Weise nähern? Was ist die beste Tat, die man als Muslim machen kann? So hat dieser Salaf-Gelehrte hin und her überlegt. Und er sagte dann zu den Menschen, die ihn gefragt haben, nach einer wahrlich gewaltigen Frage, er sagte zu ihnen, an yattali'a Allah ala qalbik fayara annaka la turidu min ad-dunya wal-akhira illa hu. Dass Allah subhanahu wa ta'ala auf dein Herz schaut. Allah sieht jetzt all unsere Herzen. Er weiß, ob wir hergekommen sind, weil wir ihn lieben, subhanahu wa ta'ala, und weil wir seine Religion lernen möchten. Oder Allah weiß, dass wir heute nur hergekommen sind, damit wir für den Geheimdienst schreiben. Möge Allah uns bewahren. Liebe Geschwister, Allah, er schaut in unser Herz herein. Und Allah, er weiß am besten über die Herzen Bescheid. So sagte dieser Salaf-Gelehrte, die beste Tat, mit der du dich Allah subhanahu wa ta'ala nähern kannst. Möchtest du das wissen? Die beste Tat, mit der du dich Allah subhanahu wa ta'ala nähern kannst, ist, dass Allah in dein Herz hereinschaut und er sieht in deinem Herzen, dass du von der Dunya und der Akhira nichts sehnlichster begehrst als ihn subhanahu wa ta'ala. Ist das in deinem Herz? Gibt es Sünden, die du begehst und du liebst diese Sünden mehr als das Wohlgefallen Allahs? Dann gehörst du nicht zu ihm. Und wenn du eine Frau hast, die praktizierend ist, und dann verlässt sie den Islam, bleibst du trotzdem mit ihr oder verlässt du sie für Allah subhanahu wa ta'ala? Allah weiß, ob dein Herz nur für ihn schlägt oder für etwas anderes. Es gibt Menschen, die begehren nichts sehnlicher als Allah subhanahu wa ta'ala. Und sogar, wenn sie es könnten, dann würden sie sich selber einen Schaden zufügen, nur damit Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden ist. Es gab einen von den Generationen, der hatte eine Fitna, die viele von uns haben. Möge Allah azza wa jal unsere Herzen reinigen. Er schaute immer auf die Frau. Und es war eine große Fitna für diese Person gewesen. Schaut, hat er sich zufrieden gegeben damit? Nein, liebe Geschwister. So hob er die Hände und er sagte ein Bittgebet, was du und ich niemals im Leben sprechen würden. Er sagte, ja Allah, ich komme nicht von der Sünde weg, auf das zu schauen, worauf du mir nicht erlaubt hast zu schauen.
mache mich blind, damit ich diese Sünde nicht mehr begehe. Würdest du so ein Bittgebet sprechen? Würdest du so ein Bittgebet sprechen, nur um Allah zu gefallen, nimmst du einen Schaden in Kauf. Subhanallah al-Azim. Wenn man die Herzen von manchen Menschen betrachtet, dann sagt man zu sich, ich habe gar kein Herz. Mein Herz ist schon längst tot. Lieber Bruder, bevor du schlafen gehst, liebe Schwester, bevor du schlafen gehst, ist Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, an den du als letztes denkst. Und wenn du morgens aufstehst, dankst du Allah dafür, dass er dir einen weiteren Tag als Chance gegeben hat, dass du an diesem Tag bereuen kannst. Und vielleicht ist es diese Reue, die dich in das Paradies bringt. Möge Allah azza wa jalla unsere Reue annehmen. Liebe Geschwister, das Thema, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, und es ist wahrlich ein wichtiges und ein gewaltiges Thema: Womit muss ich rechnen, wenn ich den Islam praktiziere? Und wir leben in einer Zeit, wo die Versuchungen viele sind, liebe Geschwister. Wo die Versuchungen sogar so groß sind, dass jemand, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtete, vor dem Grab von einem anderen steht. Eine Person, er steht vor dem Grab von einem Toten und er sagt, ya laytani kuntu makana. Würde ich doch nur an deiner Stelle sein, o du Toter. Weil die Versuchungen so viele sind. Allahu Akbar. Könnte ich, o Toter, doch nur an deiner Stelle sein, damit ich diesen Versuchungen nicht ausgesetzt bin. Versuchungen, die viele sind in der heutigen Zeit. Er wünscht sich, an der Stelle seines toten Bruders zu sein. Warum? Weil er eine Krankheit, die zum Tode führt, hat? Nein. Weil er Schulden hat? Nein. Er hält die Versuchung einfach nicht mehr aus, liebe Geschwister. Und eine Versuchung ist schlimmer als die andere. Niemand von uns ist vor diesen Versuchungen sicher, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte uns, und die Fitna kommt, die Versuchung kommt. فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ Dann sagt der Gläubige, هَذِهِ مُهْلِكَتِي Das ist meine Zerstörung. Diese Fitna, an ihr werde ich zugrunde gehen. Das wird der Grund sein, warum ich in das Höllenfeuer komme. Und jeder von uns weiß, welche gewaltigen Sünden er macht, die ihn wahrscheinlich zerstören werden. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen reinigen. Möge Allah uns von den Sünden wegbringen, auf dass es uns wohl ergehen mag. Liebe Geschwister, dieser Gläubige, wenn diese Fitna kommt, er sagt, das ist die Fitna, die mich zerstören wird. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ثُمَّ تَنْكَشِفْ Dann geht die Fitna weg. وَتَجِي الْفِتْنَة Und es kommt eine neue Fitna. فَيَقُولُ الْمُؤْمِنْ هَذِهِ هَذِهِ Dann sagt der Mu'min, nicht mehr die alte Fitna ist die, die mich zerstört, sondern die neue Fitna, die gekommen ist. Allahu Akbar. Sind wir nicht in so einer Zeit, liebe Geschwister? Einer von uns, er war früher immer mit seinen Freunden. Wenn er mit ihnen gesessen hat, dann hat er Alkohol getrunken und Joints geraucht. Walayyadu billah. Und wie viele von unseren muslimischen Jungs und von den muslimischen Mädchen tun das regelmäßig. Möge Allah Azza wa Jal diese Leute recht leiten. Dann kommt er weg nach einer Zeit davon. Er verlässt diese Gesellschaft. Dann kommt aber zu ihm eine schlimmere Fitna. Eine Frau, nach der er verrückt ist. Und er ist bereit, alles zu tun, um dieser Frau zu gefallen. Subhanallah al-Azim. Eine Fitna verschwindet. Und eine neue Fitna kommt. Und wenn er das Thema mit dieser Frau abgeschlossen hat, dann hat er immer noch das Internet zu Hause und er schließt sein Zimmer ab und schaut auf die versauten Filme. Und während er auf diese versauten Filme schaut, dehnt sich seine Brust vor Freude, dass er eine Sünde macht. Ein Gläubiger, dessen Brust dehnt sich nur, wenn er eine gute Tat gegenüber Allah macht. Er genießt das. Er liebt das, weil er weiß, er hat eine gute Tat gemacht, mit der er morgen vor Allah, seinem Herrn, stehen wird und Allah ihm diese großartige Tat belohnen kann.
So freut er sich auf die Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala. Freust du dich auf die Begegnung mit Allah azza wa jal? Oder weißt du eigentlich, wie schlimm es um dich aussieht und du sagst, ich möchte Allah niemals treffen, denn ich bin ein schlechter Mensch. Du wirst ihn treffen, auch als schlechten Mensch. Du hast die Möglichkeit, dich zu ändern, oder du bleibst so, wie du bist, und du wirst dich zerstören. Einer der Salaf-Gelehrten, er sagte zu einer Person, möchtest du sterben? So sagte die Person, nein, ich möchte nicht sterben. So sagte er zu ihm, warum möchtest du nicht sterben? Und er gibt dieselbe Antwort, wie fast jeder von uns hier geben würde. So sagte er, dieser Mann, der nicht sterben möchte, ich habe zu viele Sünden. Steht nicht zwischen uns und der Liebe zu Allah, stehen nicht nur die Sünden dazwischen. Er sagte, ich möchte nicht sterben, ich habe zu viele Sünden. Dann sagte der Gelehrte zu ihm, dann bereue. Er sagte, nein, ich kann nicht bereuen. Er sagte, Subhanallah, was für ein Volk. Weder möchten sie sterben, noch möchten sie bereuen. Was möchtest du? Was möchtest du, lieber Bruder? Die Frau geht weg, diese Fitna geht weg, dann kommt eine neue Fitna, er schaut sich im Internet die versauten Filme an. Er denkt, er ist alleine. Subhanallah al-Azim. Wenn Allah uns bloßstellen möchte vor der Menschheit, kann er es tun oder nicht? Ja oder nein? Ja oder nein? Ich möchte ein Ja hören. Allah kann uns bloßstellen, passt auf, liebe Geschwister. Aber Allah, er bedeckt uns mit seiner Barmherzigkeit. Denn einer der Namen von Allah, subhanahu wa ta'ala, ist As-Sittir. Derjenige, der die Sünden seiner Diener bedeckt. Er bedeckt dich, während du alleine im Zimmer bist. Und diese Bedeckung von Allah, dass dich niemand sieht bei deiner Sünde, das ist eine Barmherzigkeit von ihm, subhanahu wa ta'ala. Denn du würdest die Sünde nicht machen, wenn jemand anderes bei dir wäre. Allah bedeckt dich mit seiner Barmherzigkeit, denn er ist der As-Sittir, der Bedeckende. Und du nutzt diese Bedeckung, um Allah gegenüber ungehorsam zu sein, weil du denkst, ich kann das jetzt ausnutzen, dass ich alleine bin. Allah bedeckt dich mit seiner Barmherzigkeit und du nutzt seine Barmherzigkeit aus, um Sünden zu machen. Allahu Akbar. Und schaut mal, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns in dieser Dunya nur deswegen bedeckt hat, damit niemand uns bei diesen Sünden sieht. Allah hat uns nur bedeckt, damit er uns am Tage der Auferstehung verzeihen kann. Sonst hätte Allah uns bloßgestellt. Und wisse, wenn eine Person von Allah bloßgestellt wird, dann hat sie nicht nur einmal oder zehnmal gesündigt. Das ist eine Person, die ein Sünder durch und durch ist. Denn Allah wird dich niemals nach dem ersten oder zweiten Mal aufdecken. Aber wenn du nicht ablässt von der Sünde, so wird Allah Azza wa Jal dich bloßstellen vor der ganzen Welt. Möge Allah Azza wa Jal uns nicht vor der Menschheit bloßstellen. Liebe Geschwister, Versuchung über Versuchung. Wo ist das Ende der Versuchung? Und wie viele Menschen werden von diesen Versuchungen, wallahi, nicht mehr wegkommen? Und das wird der Grund sein, warum die meisten Menschen in das Höllenfeuer geworfen werden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi, das ist traurig, dass ihr euren Propheten nicht liebt, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, anna ba'thanna min kulli alfin 999. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns hier etwas gesagt, was unsere Herzen beben lassen sollte. Am Tage der Auferstehung werden von 1000 Menschen 999 in das Höllenfeuer gehen. Außer eine Person, er wird in das Paradies gehen. Wirst du darunter sein? Werde ich darunter sein? Wer wird überhaupt ein Paradiesbewohner sein? Und wer sind die 999, die, wal'iyadu billah, die schlimme Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala kosten, liebe Geschwister? Wie können wir uns sicher fühlen, dass wir vor diesem Höllenfeuer bewahrt werden? Imam Ahmed, rahmatullah alayh, er sagte, subhanallah al-azim, was für eine gewaltige Aussage
ما أعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن أعجب ممن نجا كيف نجا. Ich wundere mich nicht über eine Person, die an den Versuchungen zugrunde gegangen ist, wie sie zugrunde gegangen ist, sondern ich wundere mich vielmehr über eine Person, der die Versuchung überstanden hat, wie er überhaupt die Versuchung überstanden hat. Wir haben gehört, die Höllenbewohner sind viele, aber die, die gerettet werden, sind nur wenige. Liebe Geschwister, der Prophet Nuh alayhi salam, er verweilte 950 Jahre unter seinem Volk und er wurde nicht müde, sie zu dem richtigen, geraden Weg zu rufen, zu dem Weg der Glückseligkeit in der Dunya und in der Akhira, zu dem Weg der Erleichterung. Denn wenn du diesen Weg bestreitest im Leben, so wird Allah Azza wa Jal dir helfen in jeder deiner Angelegenheiten. Und subhanallah al-Azim, Nuh alayhi salam, er kam zu seinem Volk, er sagte, bereut bei Allah, bereut, denn ihr habt diese Götzen angebetet, diesen Schmutz, diese Unreinheit. Sowas betet ihr an, etwas, was euch nichts nützen und nichts schaden kann. 950 Jahre hat er verweilt unter seinem Volk, liebe Geschwister. Er wollte diese Menschen vor dem Höllenfeuer retten. Schaut mal, was sie gemacht haben. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dann sagten die Menge, die Menschenmenge zu Nuh a.s. Wir sehen, dass du dich in einem deutlichen Irrtum befindest. Zu Nuh. Die Menschen, die im Irrtum waren, sagten zu Nuh, wir sehen, dass du im Irrtum bist. Qala ya qaum, er sagte, oh mein Volk, laysa bi dalala, ich bin wahrlich nicht im Irrtum, walakinni rasulun min rabbil alamin, aber ich bin vielmehr ein Gesandter von Allah, von dem Herrn der Weltenbewohner. Allah hat mich zu euch geschickt, denn er weiß, dass ihr im Irrtum seid und nicht ich. Denn ich verkünde euch nichts anderes als die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie dachten, der Gesandte Allahs, Nuh alayhi salam, er wäre im Irrtum. Dabei sendete Allah Nuh zu den Menschen, damit er diesen Irrtum von den Kuffar beseitigt, liebe Geschwister. Die Kuffar, die ihren niedrigen Gelüsten gefolgt sind und alles angebetet haben, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh, er wollte das Beste für sein Volk. Er wollte, dass sie das Paradies bekommen und nicht in das Höllenfeuer eingehen. Aber schaut, sie haben sich lustig über ihn gemacht. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Und jedes Mal, wenn eine Menschenmenge an Nuh a.s. vorbeikam, dann haben sie sich über ihn lustig gemacht. Allahu Akbar. Die Irregehenden machen sich über den lustig, der ein Gesandter Allahs ist und nur mit der Botschaft Allahs kommt. Sie haben sich über ihn lustig gemacht. So sagte Nuh zu ihnen, wo er da, die in ihren Köpfen geblieben sind. Macht euch heute über uns lustig, wir werden uns morgen über euch lustig machen. 1:1. Wann ist morgen? Wann ist morgen? Yawm al-Qiyam. Morgen ist Yawm al-Qiyam, liebe Geschwister. Macht euch lustig jetzt. Und wir sehen das. Sie lachen über die Gläubigen. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Wahrlich, die Verbrecher, schaut mal, wie Allah sie nennt, sie pflegten über die Gläubigen zu lachen. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Und wenn sie an ihnen vorbeigingen, haben sie sich zugezwinkert. Hast du den Bärtigen gesehen? Und der hat gerade eine Bierflasche in der Hand. Das ist ein Typ, der zerquetscht eine Bierdose auf seinen Kopf und denkt, er hat was Tolles gemacht. Oder einer, der an dir vorbeigeht, mit 1000 Piercings im Gesicht, der lacht über dich. Sein Gesicht sieht aus wie ein Werkzeugkasten und er lacht über dich. Subhanallah al-Azim. Sind das Menschen, die begreifen, liebe Geschwister? Sie haben sich über ihn lustig gemacht. Aber Nuh a.s., er ist nicht schwächer im Glauben geworden. Im Gegenteil, sein Iman, sein Glaube war fest, liebe Geschwister. Und der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ich beende, bevor ich nicht, sallallahu alaihi wasallam.
Sollen wir das die ganze Nacht spielen? Soll ich euch immer wieder auffordern? Am Tage der Auferstehung wirst du Muhammad sallallahu alaihi wasallam begegnen. Am Becken. Und entweder kriegst du aus seinen gesegneten Händen zu trinken oder nicht. Denke daran. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Er sagte uns, يَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ أَصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِدِ عَلَى الْجَمْرِ. Vor euch, und was für eine gewaltige Botschaft, die wir lernen sollten, vor euch liegen Tage der Geduld. An diesen Tagen geduldig zu bleiben, ist wie an glühend heißer Kohle festzuhalten. Subhanallah al-Azim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns eine Zeit beschrieben, die wahrlich schwer sein wird für die Gläubigen. Derjenige, der an seiner Religion festhält, wird wie ein Fremder unter den Menschen sein. Bist du ein Fremder unter den Menschen? Bist du ein Fremder? Der Jugendliche, der heute keine verbotenen Beziehungen zu anderen Frauen hat, wie wird dieser gesehen, liebe Geschwister? Während alle anderen Freundinnen und Geliebte haben, hält er fest an der Gehorsamkeit Allahs. Die anderen sagen zu ihm, wie kannst du ohne Freundin leben? Wie geht das, dass du keine einzige Nummer von einer Frau hast? Du bist ein Fremder, fang endlich an, dein Leben zu genießen. Du bist noch jung. Er macht die Arbeit für Shaitan. Denn Shaitan hat Helfer. Auch unter den Menschen. Oder ein Mädchen, die keinen Freund haben möchte, liebe Geschwister, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Und wie viele Muslime gehen heute noch als Jungfrauen in die Ehe, liebe Geschwister? Schaut mal, die gesamten Mädchen, die im Alter von 15, 16 Jahren sind, du findest kaum noch eine, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Möge Allah unsere Jungs und unsere Mädchen bewahren. Man schmückt diesen Mädchen aus, dass sie einen Freund haben müssen. Denn alle haben einen Freund. Und wenn eine 13-Jährige hier einen Freund hat, wer wird sie kritisieren? Wer? Man sagt, ist das süß, die beiden kleinen 13-Jährigen. Die beiden kleinen, ja, die bringen noch einen kleineren, wenn sie noch länger zusammen sind. Aber wenn eine 13-Jährige in unseren Ländern heiratet, dann schreit die gesamte Welt auf. Ist es nicht so? Die eine ist süß und die andere ist radikal. Das ist ihr Maßstab. Das ist ihr Maßstab, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Oder eine Schwester, die ein richtiges Hijab hat. Und leider, ein John Wayne-Tuch ist kein Hijab. Dass eine Frau sich einfach nur ein Tuch am Kopf klebt. Das machen auch andere, die keine Muslime sind. Ihr wisst, die alten Omas, die haben auch so einen Tuch auf dem Kopf. Nein. Wenn eine Frau einen richtigen Hijab hat, zwischen all den Mädchen, die wenn überhaupt nur ein Tuch auf dem Kopf haben, während sie, liebe Geschwister, ihren gesamten Körper offen haben. Ey Wallah, ein Tuch auf ihren Kopf und der gesamte Körper ist offen. Letztens hat ein Käfer zu mir gesagt, ich habe mich geschämt. Was hätte ich ihnen sagen sollen? Er sagt, naja, das mit euren Mädchen ist ja auch eine komische Geschichte. Ein Käfer sagt mir das. Was soll denn dieses Tuch, wenn man alles von ihnen sieht? Was soll ich ihm antworten? Hat er recht oder hat er nicht recht? Er hat recht. Was soll ich ihm sagen? Habe ich gesagt. Allahu Akbar. Was soll ich ihm sagen? Subhanallah al-Azim. Die trägt ein Kopftuch. Mashallah. Aber oben Maxi und unten Mini. Dann läuft sie so. Subhanallah. Liebe Geschwister, dieses Mädchen, die einen richtigen Hijab hat, die bedeckt ist, Wallahi al-Azim, sie ist keine Fremde nach unserer Religion. Tut sie etwas, was Allah gefällt oder nicht? Ja oder nein? Ja, sie ist keine Fremde. Nach dem Maßstab von unserer Religion ist sie keine Fremde. Denn sie hat sich richtig bedeckt. Und die anderen haben sich falsch bedeckt. Aber, liebe Geschwister, als die Falschheit, die Oberheit gewonnen hat, ist das Richtige falsch geworden. Und das Falsche ist richtig geworden. Das ist das große Übel in dieser Zeit, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Eine Schwester hat erzählt, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah hat sie recht geleitet. Und diese Schwester hat sich dann tugendhaft angezogen. Und sie war eines Tages auf den Straßen von den Straßen
Und dann kam eine alte Freundin ihr entgegen. Im Minilook, wie man das kennt. Und die sagt, die im Minilook ist, zu der richtig angezogene, die ein Hijab hat: Was ist mit dir passiert? Ja, eigentlich sollte ich dir die Frage stellen, ne? Schaut mal, subhanallah, eine, die ihr Minirock anhat, fragt eine, die richtig bekleidet ist: Was ist mit dir passiert? Und dann ist der Minirock so kurz, dass sie nochmal runterziehen, weil diesen Charme. Es geht um 1 Zentimeter, liebe Geschwister, wisst ihr das nicht? Subhanallah al-Azim. Die Falschheit ist richtig geworden und die Richtigkeit ist zum Falschen geworden, liebe Geschwister. Diese Leute, sie rufen wie Shayatin die Menschen dazu auf, dass sie verdorben werden. Aber der Gläubige, er lässt sich weder von den Shaytan in die Irre führen, noch von den Menschen, die so ein Herz haben wie Shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt zum Shaytan: Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawiyin. وَإِنَّ جَهَنَّمْ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. Über meine Diener, o Shaytan, hast du keine Macht. Es gibt Diener Allahs, die schützt er. Die wird Shaytan nicht bekommen. Ganz gleich, was er tut. Allah, er schützt diese Diener. Möge Allah uns unter diesen Dienern machen. Allah schützt sie. Du wirst über meine Diener keine Macht haben, o Shaytan, außer von den Verirrten, die dir folgen, folgst du ihm. Du folgst Shaitan auf Schritt und Tritt. Und dieser Shaitan, Yawmul Qiyama, steht er vor dir. So. Und er sagt zu dir, nachdem du ihm gefolgt bist: Inni bari'un mink. Inni akhafu Allah, Rabbal Alamin. Ich sage mich von dir los, du Erniedrigter. Subhanallah al-Azim, der hat dir geflüstert und geflüstert, bis du ihm gefolgt bist. Dann sagt er am Tage der Auferstehung: Ich sage mich von dir los. Was bist du nur für eine Kreatur, dass ich mich mit dir noch identifiziere? Wer bist du überhaupt? Ich sage mich von dir los. Ich fürchte Allah, den Herrn der Weltenbewohner. Möchtest du, dass Shaytan mehr Gottesfurcht hat als du? Ich fürchte Allah, den Herrn der Weltenbewohner. Subhanallah. Ist das eine Erniedrigung, liebe Geschwister? Iblis weiß, dass er nur die Verirrten in die Irre führen kann, nicht aber die Diener, die Allah subhanahu wa ta'ala vor diesem Shaitan schützt. Jeder, der anfängt zu praktizieren, liebe Geschwister, er muss damit rechnen, dass er von Allah, den Allmächtigen, geprüft wird. Denn Allah, er möchte wissen, ob du wahrhaftig bist in dem, was du bezeugt hast. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Sallallahu alaihi wasallam. Sind das gesprochene Worte? So wie du auch immer sagst, Wallah, Wallah, Wallah. Sind das solche Wörter? Wörter, die man einfach ausspricht und nicht deren Bedeutung kennt. Schwört man einfach so auf Allah? Ha? Lasse Allah subhanahu wa ta'ala aus dem Spiel. Denn das ist keine Kleinigkeit, lieber Bruder und liebe Schwester, dass du einfach so über Allah subhanahu wa ta'ala schwörst. Ich habe gehört letztens von einer, wenn Allah uns bewahre, ich muss selber lachen, wenn ich das erzähle. Wollt ihr das hören oder nicht? Ja. Eine Muslima, mashallah, wollte in die Diskothek gehen. Man hat sie nicht reingelassen. Die hat gesagt: Wallah, ich werde hier reinkommen. Wallah. Ja, mach doch Dua, dass du reinkommst. Ist das leicht geworden? Der Name Allahs, wer respektiert ihn noch? Wallah, ich werde reinkommen in die Diskothek auch noch. Sag doch Bismillah, bevor du reingehst. Mit deinem rechten Fuß gehst du noch rein. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, er sagt: Alif Lam Mim. Ahasiba an-nas أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم. Buchstaben, aus denen Allah ein Koran geschrieben hat. Und das ist eine Herausforderung für alle Menschen. Niemand kann so etwas verfassen außer Allah.
Es gab einen unter den Irregegangenen in der Zeit von den Sahaba radiallahu anhu. Sein Name war Musaylima. Selbst die Leute nannten ihn Musaylima al-Kadhdhab, Musaylima der Lügner. Er sagt, ich habe eine Sura. Ich habe eine Sura bekommen, die mir offenbart wurde. Dann sagten sie, lass hören. Die Mushrikin, sie saßen um ihn herum, die Götzendiener. So sagte er, Al-Fil, Mal-Fil. Nicht, dass einer denkt, das ist eine Sura. Inshallah. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka Mal-Fil. Khurtumuhu tawil, wa dhayn qasir. Der Elefant, und was lässt dich wissen, was der Elefant ist? Wallahi, wir möchten es gerne wissen. Er sagt, sein Rüssel ist lang und sein Schwanz ist kurz. Hast du dir das selber ausgedacht? Die Kuffar, die um ihn waren, die haben ihm gesagt, Wallahi, du weißt, dass wir wissen, dass du nichts anderes als ein Lügner bist. Die Kuffar. Glauben die Menschen, dass wenn sie sagen, wir glauben, dass wir sie in Ruhe lassen werden, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. So werden wir sie prüfen. Pass auf, Diener Allahs. Eine Prüfung ist keine Strafe. Eine Prüfung ist nur eine Prüfung, damit Allah sieht, ob du ein gläubiger Diener bist oder nicht. Möge Allah uns unter den gläubigen Dienern schreiben. So werden wir euch prüfen, wie wir diejenigen, die vor euch waren, geprüft haben, damit wir feststellen, und Allah weiß es schon am besten, denn Allah hat unseren Platz schon im Paradies oder in der Hölle geschrieben. Möge Allah uns nur in das Paradies eingehen lassen. So werden wir feststellen, wer von euch die Wahrhaftigen und wer die Lügner sind. Bist du wahrhaftig? Oder verzeih mir die Frage, gehörst du unter den Lügnern? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ging zu Waraqa. Und Waraqa war einer, der von den Schriftleuten gewesen ist, der sehr viel Wissen hatte, liebe Geschwister. Dann erzählte ihn Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Begegnung mit Jibril alaihi salam. Ihr wisst, wo hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine erste Botschaft bekommen? Wo? In der Höhle. Da hat er die erste Begegnung mit Jibril a.s. bekommen. Als Jibril a.s. zu ihm gesagt hat, die ersten Worte, die solltet ihr alle kennen. Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa al-insana min alaq. Allahu Akbar. Worte, die damals niemand kennen konnte. Allah, der den Menschen erschaffen hat, aus einem kleinen Anhängsel. Niemand wusste, wie so etwas im Bauch der Mutter aussieht. Und heute haben sie das herausgefunden, dass das so ist. Wir sagen herzlichst willkommen nach 1400 Jahren. Wir haben immer noch Platz in unserer Religion. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er fragte Waraqa, was war diese Begegnung mit Jibril alaihi salam? Er sagte zu ihm, Waraqa, leitani akunu hayyan idh yukhrijuka qawmuk. Könnte ich doch nur am Leben sein, wenn dein Volk dich vertreiben wird. Ist es passiert oder nicht? Zu dem Zeitpunkt, als Waraqa ihm das gesagt hat, ist das passiert oder nicht? Nein. Könnte ich doch nur am Leben sein, das bedeutet, ich werde mit dir sein, wenn du von deinem Volk vertrieben wirst. Dann sagte der Barmherzigste aller Menschen, derjenige, der nur das Beste für die Menschen wollte, liebe Geschwister. Er sagte, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو مخرجيهم, werden sie mich tatsächlich vertreiben? قال نعم, er sagte, يا ورقة, لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. Niemand, der vor dir da gewesen ist, kam mit so einer Botschaft wie du, außer dass er vertrieben wurde. Allahu Akbar. Liebe Geschwister, das war das Leben der Besten der Menschen. Und das waren Propheten gewesen, als sie mit ihrer Barmherzigkeit zu den Völkern gegangen sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die besten Menschen ausgesucht für diese Botschaft. Überlegt, liebe Geschwister. Eine Person kommt zu dir mit voller Barmherzigkeit.
mit Barmherzigkeit, auch manchmal mit Wunder und mit Freundlichkeit. Und sie möchte aufrichtig diese Person, dass du dich vom Höllenfeuer rettest. Wirst du diese Person bekämpfen wollen? Antwort: Nein. Schaut mal, was zu den Propheten gesagt wurde. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. O Nuh, wenn du nicht aufhörst, uns dauernd zu sagen, dass wir Allah einzig und alleine anbeten sollen, dann werden wir dich steinen. Er hat nicht mal Geld genommen für seinen Job, den er gemacht hat. Und wenn ein Job Geld verdient, dann der Job der Propheten. Was würdest du bezahlen, lieber Bruder, um dich vom Höllenfeuer zu erretten? Ganz im Ernst. Was wärst du bereit zu bezahlen? Schaut mal, subhanallah al-azim, du wärst bereit, alles. Und ich sage dir, was wärst du bereit zu bezahlen, damit du nur weißt, in einer Stunde kommt der Todesengel zu dir. Was wärst du bereit zu bezahlen? Ich wäre bereit, mein ganzes Vermögen hinzugeben. Aber der Todesengel, er fragt dich nicht, wann er kommt. Er sagte zu ihnen, nimmt den Islam an, denn die Religion bei Allah war schon immer der Islam. Lasst euch nicht betrügen von anderen Religionen. Es gibt kein Judentum oder Christentum. Es gab immer nur den Islam. Inna dina indallah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Es gab niemals eine andere Religion, liebe Geschwister. Alle Propheten haben bezeugt, dass sie was sind? Muslime. Nimmt den Islam an. Nuh a.s. Er hat sie gebeten, dass sie dieses tun. Aber sie haben ihm gesagt, oh Nuh, wenn du nicht aufhörst damit, dann werden wir dich steinigen. Schaut mal, was sie zu Ibrahim a.s. gesagt haben. Qalu harriqu. Sie sagten, verbrennt ihn. Weil er ihnen gesagt hat, dass sie nicht ihre Götzen anbeten sollen. Harriqu. Wansuru alihatakum in kuntum fa'alin. Und verteidigt eure Götter, wenn ihr was tun wollt. Auch Ibrahim a.s. sogar sagte sein eigener Vater Azar, er sagte, قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. Sein eigener Vater, er wollte nicht die Wahrheit von seinem Sohn annehmen. Er sagte, hast du dich etwa von meinen Göttern entfernt, o Ibrahim? Wenn du nicht damit aufhörst, dann werde ich dich steinigen. Allahu Akbar. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. Und sie sagten zu Lut alayhi salam, der auch ein Prophet war, sie sagten zu ihm, wenn du nicht aufhörst, dann werden wir dich vertreiben. Die Sünder unter den Menschen, lernt das, liebe Geschwister, die Sünder unter den Menschen mögen die Rechtschaffenen nicht. Nein, sie mögen die Gläubigen nicht. Sie wollen diese Menschen nicht in der Nähe haben. Sie wollen niemanden um sich haben, der ihnen sagt, was richtig oder was. Haben wir das nicht gehört? Und niemals werden sie mit dir zufrieden sein. Merkt ihr das? Lut alayhi salam, er verweilte unter seinem Volk, liebe Geschwister, die etwas getan haben, was nie zuvor in der Menschheitsgeschichte gemacht wurde. Die Männer, wal'iyadu billah, haben mit den Männern geschlafen und nicht mit den Frauen. Hömös. So sagte Lut a.s. Atatuna al-Zukran min al-Alamin. Kommt ihr etwa den Männern zu nahe von den Menschen? Habt ihr unter den Menschen nicht niemand anderes gefunden außer die Männer? Subhanallah al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat Lut a.s. offenbart. Er sagte zu ihm, ihr tut etwas, was nie zuvor jemand in der Menschheitsgeschichte getan hat. Bitte eine Frage. Eine Krankheit oder eine Sache, die in der Zeit da passiert ist? Eine Sache, die erst in dieser Zeit passiert ist. Eine Krankheit wäre vorher schon aufgefallen. Aber man erzählt den Leuten heute, ja, du bist auch krank, du bist auch schwul. A'udhu billah. Bei uns in den Bezirksämtern in Berlin, da gibt es ein Bild, da ist ein Muslim in der Mitte und zwei Kuffar links und rechts von ihm. Und sie sagen, diese Kuffar auf dem Plakat, das hängt überall in den Bezirksämtern, Murat ist auch schwul. Ja, mashallah. Bitte eine Frage, was wollen Sie damit sagen? Wenn Murat schwul ist, dann sei du auch mal schwul.
A'udhu billah. Schaut mal, wie sie den Leuten das Üble verkaufen, liebe Geschwister. Aber Lut a.s., er hat nicht aufgehört, diese Leute immer wieder daran zu erinnern, dass sie vor Allah subhanahu wa ta'ala eine gewaltige Strafe bekommen werden, wenn sie nicht damit aufhören. Und sie sagten, komm her mit deiner Strafe, wenn du wahrhaftig bist. Allahu Akbar. Komm her mit deiner Strafe, wenn du wahrhaftig bist. Lut alayhi salam, er hat sie gewarnt, weil er wollte nicht, dass sie in das Höllenfeuer kommen. Dann, als es ihnen gereicht hat, schaut mal, was sie gesagt haben. Dieses Volk, die etwas getan haben, was nie ein Volk zuvor getan hat. Sie haben gesagt, Achriju ala Lutin min qariyatikum, innahum unasun yatataharun. Vertreib die Sippe von Lut aus eurer Stadt. Das sind Menschen, die wollen sich reinhalten. Die wollen nicht homosexuell sein. Deswegen haben sie vertrieben, weil sie nicht das Schändliche machen wollen. Schaut mal, was sie gesagt haben. Vertreib die Leute von Lut, weil sie wollen sich reinhalten. Lut alayhi salam, er hat ihnen gedroht mit der Strafe. Sie haben nicht geglaubt. Und dann kam die Strafe. Eine Frage, wurde das Volk von Lut vernichtet, ja oder nein? وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ. Und wir haben auf sie gekennzeichnete Steine, die im Höllenfeuer heiß gemacht wurden, in Sijil, auf ihre Köpfe herabregnen lassen. Und das war in einem bestimmten Gebiet, was im jetzigen Jordanien ist. Der Name ist Sadum, liebe Geschwister. In dieser Stadt bis heute wächst keine einzige Pflanze und die Erde ist salzig. Nichts kannst du mit diesem Boden mehr anfangen. Sie wurden vernichtet an dieser Stelle. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, er vernichtet, wem er will. Komm her mit deiner Strafe, sagen sie. Als ob sie das nicht glauben, haben sie es erfahren. Haben sie es erfahren? Glaubst du auch nicht an die Strafe Allahs? Wallahi, sie wird kommen. Und gehöre nicht zu denjenigen, die diese Strafe bekommen werden. Liebe Geschwister, warum wollten sie Nuh, warum wollten sie Lut a.s. nicht? Weil er ihnen gesagt hat, dass sie das Gute tun sollen. Er kam zu ihnen mit der Reinheit. Er kam zu ihnen mit der Moral, mit dem Guten, mit dem Glauben. Das wollten sie nicht annehmen. Und die Menschen, die das Üble tun, sie sind bereit. Diejenigen, die ihnen sagen, ihr seid falsch, sie sind bereit, sie in das Gefängnis zu stecken. Oder sie aus dem Land zu vertreiben. Oder sie sogar zu töten. Allahu Akbar. Schaut, was der Prophet, was Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt. وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. Er sagt Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und die Kuffar, sie schmieden Pläne gegen dich. Sie schmieden gegen dich Pläne, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, um dich in das Gefängnis zu stecken. Nummer eins. Oder dich zu töten. Nummer zwei. Oder dich zu vertreiben. Nummer drei. Tun sie mit den Gläubigen das Gute, Antwort? Nein, liebe Geschwister. Lut und seine Anhänger, sie sind Fremde in der eigenen Gesellschaft geworden. Eine Gesellschaft, die das Schlechte mag und nicht das Gute. Somit wird jeder Gläubiger zu einem Fremden. Allahumma ja'alna min al-Ghuraba. Er wurde gefragt, sallallahu alaihi wa sallam, man al-Ghuraba, wer sind die Fremden? So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, qawmun salihun qalil, fi unasi su'in kathir, man ya'sihim aktharu mimma yuti'uhum. Es sind eine kleine Gruppe in einem Volk, die umgeben sind von einer großen Gruppe des Volkes, die Übles tun. Und diejenigen, die den Gläubigen folgen, sind nur sehr, sehr wenige. Die meisten widersetzen sich. Ey Wallah, haben wir das nicht in dieser jetzigen Zeit, liebe Geschwister? Und wir sehen das gerade bei den Kuffar. Die Sinna ist ein fester Bestandteil ihres Lebens. Sie bauen viel darauf auf, liebe Geschwister. Und ihr wisst, damit werden Milliarden verdient. Denn diese Industrie, sie bringt wahrlich Geld. Aber Geld, das eine Last für sie sein wird am Tage der Auferstehung. Das gehört zu ihrem Leben, liebe Geschwister. Dass sie verbotene Beziehungen haben, dass sie fremdgehen. Man sieht, dass das Schlechte in einer Gesellschaft schnell angenommen wird. Und wissen wir nicht alle Bescheid über die Sendungen, die im Fernsehen laufen?
Frauentausch, Mascha. Nimm seine Frau mit und tauscht. Frauentausch. Berlin Tag und Nacht. Kennt ihr das? Wallahi, ein Bruder hat mir das gesagt. Ich kenne das nicht. Tag und Nacht. Ja. Bald wird der Tag für dich wie die Nacht. Und Big Brother, ein Zoo mit Menschen. Habt ihr die Leute gesehen? Sind das Menschen? Oder Bachelor? Versucht man nicht das Schlechte unter der Gesellschaft zu vertreiben? Investiert man viel Geld in diese Sendung? Sagt bitte, ja oder nein? Warum? Damit das Schlechte sich verbreitet, liebe Geschwister. Und entweder musst du dieses so akzeptieren oder sie greifen dich an. Schaut mal, subhanallah al-Azim, letztens hat ein Politiker Steinbrück gesagt, ich bin für den getrennten Sportunterricht, wenn ein Muslim das sich wünscht. Habt ihr nicht gesehen, wie er angegriffen wurde von allen Parteien? Nein, das ist gegen Integration. Was hat Sportunterricht mit Integration zu tun? Anfassen ist auch schon Integration. Hm? Und subhanallah, wen schicken sie immer vor? Aleviten, die so aussehen wie Muslime und dann für die Muslime sprechen. Aber wir wissen, das sind keine Muslime. Das sind Helfer, die möge Allah subhanahu wa ta'ala sie nach ihrer Niyya behandeln. Ich frage euch, liebe Geschwister, wer von euch wurde damals von den Menschen hier kritisiert, als er Alkohol getrunken hat? Wer? Ah. Oder als er Zina gemacht hat, vielleicht auch schon im jungen Alter. Wer wurde kritisiert dafür? Wer wurde kritisiert dafür, als er Drogen genommen hat? Wer wurde kritisiert dafür, dass er in der Disco war und vielleicht sogar Schlägereien gemacht hat? Aber als man diese Sachen verlassen hat und mit dem Gebet angefangen hat und der Mann sich ein Bart wachsen gelassen hat und die Frau sich den Hijab übergezogen hat und der Mann nicht mehr mit Frauen sitzen wollte und die Frau nicht mehr mit Männern sitzen wollte, so sind diese Gläubige Feinde geworden, ja sogar in den eigenen Familien. Menschen, die fremd geworden sind, weil sie sich reinhalten wollten, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Ein Bruder hat letztens mit einer Nicht-Muslime gesprochen und sie hat ihm gesagt, du musst mir unbedingt zuhören. Der Bruder hat ihr gesagt, bitteschön. Sie sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Tochter ist Muslima geworden. Er sagt, ja und? Er sagte zu ihr, hast du jetzt ein Problem? Sie sagt, nein. Er sagte zu ihr, eine Frage, trinkt deine Tochter jetzt noch Alkohol? Sie sagt, nee, sie hat damit aufgehört. Aha. Nimmt deine Tochter noch Drogen? Nee, nee, das macht sie nicht mehr. Ah. Gehorcht deine Tochter dir? Ja, jetzt ist unsere Beziehung viel besser. Ja, was ist dein Problem? Sie ist eine Muslima! Das ist dein Problem? Dass es nichts Schlimmeres gibt. Das ist dein Problem? Das ist dein Problem? Dass du jetzt selbst mit deinen eigenen Augen siehst, dass dein Kind besser zu dir geworden ist und du sagst, sie ist eine Muslime. Ist das nicht ein Beweis dafür, dass sie nicht das Gute wollen, liebe Geschwister? Bitte sagt mir das. Wollen sie das Gute? Antwort. Nein. Wallahi al-Azim. Sie wollen es nicht, liebe Geschwister. Aber höre diese wunderschöne Botschaft, o Bruder und o Schwester, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, liebe Geschwister, inna al-Islam bada'a ghariba. Wahrlich, der Islam, er hat fremd begonnen. Wa sayaudu ghariba kama bada'. Und er wird wieder zurückkommen, so fremd, wie er angefangen hat. Fatuba lil ghuraba. Darum Tuba für die Fremden. Die Gelehrten sagen, Tuba ist entweder das Paradies, ja, ein, schön, oder Tuba ist ein Baum im Paradies. Das heißt, wenn du einen Baum im Paradies hast, bist du sowieso wo? Im Paradies. Oder Tuba bedeutet Glückseligkeit. Was auch immer es bedeutet, wir lieben Tuba. Tuba lil Ghuraba, liebe Geschwister. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuba lil Ghuraba. Dann fragten die Sahaba radiallahu anhum, man hum ya Rasulallah, wer sind diese Fremden? Er sagte, alladhina yasluhuna idha fasada an-nas. Das sind diejenigen, die Gutes tun, während die anderen Menschen nur das Übel tun. Allahu Akbar. Bei Allah, fass dich an das Herz. Sind wir in dieser Zeit? Sind wir in dieser Zeit? Wie lange willst du durchhalten, lieber Bruder? Ist es so schlimm für dich, diese paar Tage zu überstehen?
Oder willst du das Handtuch schmeißen und wieder in deine Jahiliya zurückkehren? Wie viele es von den Brüdern und Schwestern gemacht haben. Und wisst ihr warum? Eine der meisten Gründe, warum diejenigen, die praktizierend sind, wieder zurückfallen, sie haben keine richtige Aufrichtigkeit gehabt. Denn wären sie aufrichtig, hätte Allah ihnen geholfen, ja oder nein? Allah hätte ihnen geholfen. Liebe Geschwister, das sollten wir lernen. Ein praktizierender Muslim, und über dieses Thema reden wir. Worauf musst du dich vorbereiten, wenn du ein Gläubiger bist? Ein praktizierender Muslim gilt hier in dieser heutigen Zeit schon als Verbrecher. Und Wallah, wir sagen das und unterstreichen das tausendmal. Denn dieser wird gleich als Extremist oder als Islamist betitelt oder sogar als Salafist. Liebe Geschwister, haben wir diese Worte damals gehört? Eine Frage. Ja oder nein? Haben wir diese Worte vor 15 Jahren gehört? Nein. Nein. Seit wann existiert der Islam? Seit über 1400 Jahren. Warum damals nicht? Warum heute? Warum gerade heute? Muss man einen Verstand haben, um zu merken, was ihr Plan ist. Das heißt, einer, der anfängt zu praktizieren, liebe Geschwister, der ist sofort ein Salafist. Einer, er redet dagegen, dass er es nicht mag, dass der Prophet Muhammad s.a.w. beschimpft wird. Die nennen ihn gleich Salafist. Jeder, der zu seiner Religion steht, merke dir das, lieber Bruder und liebe Schwester. Und egal, ob du deinen Bart rasierst, egal, ob du halbnackt rumläufst, du bist ein Muslim. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Und sie werden nicht aufhören, euch zu bekämpfen, bis sie euch von der Religion... Dein Name, er ist ein Problem. Wenn du praktizierst, ist er noch ein größeres Problem. Und wenn du nicht nur praktizierst, sondern zu dieser Dawa aufrufst, dann hast du ein gewaltiges Problem. Hey Wallah. So ist die Sache, liebe Geschwister. Was macht man? Man will nicht, dass die Menschen denjenigen zuhören, die die Wahrheit sagen. Also nennt man so eine Person Hassprediger, wenn er Dawa macht, liebe Geschwister. Weil man weiß, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist und dass viele Menschen an der Wahrheit interessiert sind. Wallahi, gibt es nicht viele Menschen, die den Islam annehmen? Sagt ja oder nein? Sehr viele. Und sie kennen die Zahlen überhaupt nicht, liebe Geschwister. So macht man also den Menschen Angst vor den Gläubigen. Und alle drei Monate regelmäßig, komisch, bringen sie was in die Presse über einen schweren Anschlag, der abgewendet wurde. Und zwischen diesen drei Monaten halten sie die Angst aufrecht, indem sie immer wieder bärtige Gesichter zeigen. Und der beste Beweis, lauf mit einem Bart auf der Straße. Wie wirst du angeguckt? Komm schnell, Harald, lass uns weggehen, da geht die Bombe hoch. Ja oder nein? Ich meine, diese Menschen sind arme Menschen. Weil die sind Medienopfer, liebe Geschwister. Wir kritisieren diese Menschen nicht. Aber wir kritisieren sehr wohl diejenigen, die Öl ins Feuer gießen. Und die sind bekannt. Wer diese Leute sind, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Lieber Bruder und liebe Schwester, wenn du den Koran liest, ist der Koran die Wahrheit oder eine Lüge? Er ist die? Also muss das passieren, was im Koran steht, ja oder nein? Sonst wäre er falsch. Wenn das mit dir nicht passiert, was heute mit dir passiert, dass sogar deine eigene Familie dich beschimpft, dann wäre der Koran falsch. Sogar die Kuffar in Mekka, sie sagten zu den Menschen, La tasma'u li hadha al-Quran wal-ghaw fihi لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Hört diesem Koran nicht zu, sagten sie zu den Menschen. Damals, sie haben damals schon eine Presse gehabt, aber eine mündliche Presse. Da kommt Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Er trennt zwischen Mann und Frau. Er trennt zwischen Bruder und Bruder. Hört ihn nicht zu. Steckt euch eure Finger in eure. Hauptsächlich, ihr hört das nicht. Und so versuchen sie heute auch die Hassprediger mundtot zu machen. Hört ihn nicht zu, denn das sind, wie sagen sie, Salafisten. Und dann siehst du heute einen auf der Straße. Ja? Ich habe letztens einen vor unserer Moschee gesehen. In ein paar Tagen sollte eine Demonstration vor unserer Moschee stattfinden. Und da gab es so einen 50-, 60-Jährigen. Und ich habe ihn gegrüßt. Dann sagte er zu mir, ich werde an eurer Stelle sein. Denn die Leute, die zu euch kommen, sind keine guten Leute. Aber eigentlich euch mag ich auch nicht. Ich sage ihnen, was meinst du mit euch mag ich auch nicht? Er sagte, naja, ihr so mit dem Koran und so. Ich sagte, was meinst du denn? Nenn mir einen Punkt. Er sagt, ja, ihr seid ja Salafisten. Endlich hat er es auf den Punkt gebracht.
Und ich habe ganz normal mit ihm gesprochen. Er hat zwar ein bisschen Alkohol getrunken gehabt, aber ich habe ganz normal mit ihm gesprochen. Dann habe ich gesagt, können Sie mir bitte erklären, was Salafisten bedeutet? Er sagte, jetzt gerade nicht, ich bin besoffen. Ich sagte, wir haben doch die ganze Zeit normal geredet. Medienopfer. Er weiß nicht, was das Wort bedeutet. Und diejenigen, die davor warnen, die wissen selber nicht. Und wir fordern die gesamten Politiker heraus, dass sie vor uns sitzen und uns erklären, was dieses Wort bedeutet. Und dann werden wir ihnen dieses Wort erklären. Und ihr werdet sehen, die Menschen werden alle sagen, der Weg der Salaf, das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das sind die Sahaba radiallahu anhum, weil das waren unsere Vorfahren. Hat jede Religion einen Ursprung, ja oder nein? Ja, Musa a.s., wenn man fragt, wer waren die Besten, die mit Musa a.s. waren, dann sagen wir seine Anhänger. Wer waren die Besten, die mit Isa, mit Jesus a.s. waren, seine Jünger, seine Anhänger. Wird einer schlecht über die Anhänger von Jesus sprechen? Ja oder nein? Okay, und wir dürfen nicht sagen, die Besten in der Zeit von Muhammad a.s. war Muhammad a.s. und die Sahaba. Das ist der Salafi. Die anderen ja, aber du? Auf keinen Fall. Schaut mal, subhanallah. Wird jeder das verstehen, wenn wir ihm das erklären? Das meinen wir mit Salaf, dass wir diesen Leuten folgen, weil sie die Religion gelebt haben? Wird das jeder verstehen? Natürlich. Das ist eine Sache, die jeder Mensch versteht. Aber diese Leute versuchen, diesen Begriff zu verdrehen. Und sie geben uns einen Namen, den wir uns nicht selber gegeben haben. Möge Allah Azza wa Jal diese Leute recht leiten. Und immer wieder, wallahi, werden einige von ihnen recht geleitet. Ihr kennt einen aus Holland. Was heißt auf Arabisch Affe? Was heißt auf Arabisch Affe? Qird. Ihr kennt Qird Wilders. Qird Wilders kennt ihr, hä? Er heißt Gerd Wilders, aber wir sagen Qird. Qird, also Affe Wilders. Ihr kennt den, ja, aus Holland. Dieser, der den Islam abgrundtief hasst, subhanallah. Die haben eine Partei, die kümmert sich eigentlich nur darum, dass der Islam schlecht gemacht wird. Einer aus seiner eigenen Partei hat den Islam jetzt angenommen. Allahu Akbar. Deswegen, wir wissen nicht, ob jemand die Rechtleitung bekommt, liebe Geschwister, oder nicht. Hört diesem Koran nicht zu, haben sie gesagt. Und redet dazwischen. Redet dazwischen. Warum sollen die Menschen dazwischen reden? Damit der Koran nicht gehört wird. Damit ihr die Oberhand behält. Subhanallah al-Azim. Als ob die Zeit von damals die Zeit von heute wäre, liebe Geschwister. Sie haben damals schon die Menschen gewarnt, mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu reden, denn sie haben ihnen gesagt, er wird zwischen euch und eurer Familie trennen. Allahu Akbar. Und schaut mal, Musa alaihi salam, als er zu Pharaon gegangen ist, Pharaon, er war ein Verbrecher, er hat von den Menschen erwartet, dass sie ihm anbeten. Und er hat sie auf übelste Art und Weise behandelt. Als Musa alaihi salam mit der Wahrheit, mit der Botschaft Allahs zu Pharaon gekommen ist, dann sagte Pharaon zu den Menschen, inni akhafu ayyubaddila dinakum. Ich habe Angst, dass er eure Religion ändert. Und manche Menschen haben Angst, dass wir ihre Religion ändern. Aber jeder hat die Möglichkeit, die Wahrheit anzunehmen, oder? Das obliegt jeder Person. Subhanallah. Liebe Geschwister, das Volk von Lut, alayhi salam, sie haben nicht gesagt, ihr erinnert euch an die Eier, vertreibt die Sippe Luts aus eurer Stadt, denn das sind Leute, die wollen sich reinhalten. Die haben nicht gesagt, das sind Leute, die wollen Schlechtes machen, sondern sie wollen sich reinhalten. Reinhalten. Und derjenige, der schon immer schmutzig war, weiß niemals, was es bedeutet, sauber zu sein. Und wer nur ein einziges Mal sauber geworden ist, er möchte nie wieder schmutzig sein. Allahu Akbar. Liebe Geschwister, wisset, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns an jedem Tag prüft. Und wisset, dass diese Prüfung nicht zu Ende gehen wird, bis Allah subhanahu wa ta'ala unsere Seele abberuft. Aber wisset auch gleichzeitig, wenn du im Moment des Todes bist, in Sakarat al-Maut, die Benommenheit des Todes, was wirst du begehren? Dass du Allah gegenüber gehorsam gewesen bist oder dass du Allah gegenüber ungehorsam gewesen bist? Das ist der entscheidende Moment. Darum geht es, nicht wie die Leute über dich denken, nicht was sie über dich sagen, nicht ob die Familien dich beschimpfen oder nicht. Denke nur an den Moment, Malak al-Maut, der Todesengel, er kommt zu dir und er wird deine Seele nehmen. Entweder geht diese Seele hoch in das Paradies oder in das Höllenfeuer. Möge Allah azza wa jal uns nicht in dieser Dunya und nicht in der Akhira bestrafen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala
uns immer zum Guten leiten. Möge Allah uns Kraft geben, bis zur letzten Sekunde durchzuhalten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und unsere Schwestern bewahren vor allen Üblen, was die Gesellschaft hier uns bietet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns am Tage der Auferstehung von den Händen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam trinken lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.